Wette mit dir, so ein CLS hast du noch nie gesehen. Guck mal, hier vorne ist die Front des CLS, hier geht's weiter. Hier könnte man schon mal misstrauisch werden und hä? Ein Kombi als CLS? Der Wagen hat 170 PS, ist ein Diesel von 2008 und hat 235.800 Kilometer gelaufen. Aber diese Motorisierung gab es im CLS doch gar nicht. Bei Seitenansicht her sieht er ganz klar aus wie eine E-Klasse, W211. Aber von vorne wie ein CLS-Kombi, den es gar nicht gibt. Und von innen sieht er aus wie eine E-Klasse. Ich meine, klar, da gibt es Elemente wie zum Beispiel Lenkrad oder auch Bedienelemente, Schaltung, die es auch im CLS gab. Aber von innen ist das eindeutig eine E-Klasse. Und von hinten natürlich auch E-Klasse T-Modell. Aber hier ist ein anderes Logo. Was ist das für ein Auto, bitte? Bei dem Wagen handelt es sich um ein Auto, was von der Firma Binz, Hersteller von Sonderfahrzeugen, mit CLS-Front umgebaut wurde. Wie geil, ey. Alle Umbauten von der Firma Binz sind eingetragen. Durchgehend Scheckheft gepflegt bei Mercedes. Und für 7.500 Euro kannst du das Auto haben. Falls du Interesse an einem CLS C219 haben solltest, dazu habe ich auch eine Kaufberatung bereits gemacht. Du klicken und dann zack, Kaufberatung Mercedes CLS C219.